Theater muss sein. Eigentlich ist Theater ja ein Hobby, aber für mich ist es mehr als ein Hobby. Es ist ein interessantes Gefühl der Freiheit. Das Coronavirus hat die Weltbevölkerung fest im Griff. Das könnte eine Tragödie werden. Mediziner berichten von dramatischen Zuständen in den Krankenhäusern. Mussten sich Menschen mit Doppelleben eigentlich für eine Frau, Schrägstrich Mann, Schrägstrich Familie entscheiden, bevor sie in Quarantäne mussten? Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm. Ergebnis einer Feldstudie. Es ist schwer, an etwas zu glauben, was man nicht sieht, fühlt, schmeckt oder es einen überhaupt nicht direkt betrifft. Vom 16. auf den 17. März lag die Steigerung der neuen Corona-Fälle bei 53,6%. Daher Kontaktverbot etc. vollkommen egal. Vom 30. auf den 31. März nur noch 7,1%. Das heißt, es gibt zwar weiter mehr Corona-Fälle in Deutschland, jedoch ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet, geringer. Glauben Sie an Gott oder den Teufel? Ein bisschen. Diese Entwicklung kann uns also Hoffnung machen. Hashtag Covid-19, Hashtag Corona. Hashtag Covid-19, Hashtag Covid, Hashtag Island. Hashtag Covid-19, Hashtag Apfelscherz. Hashtag Bonn, Hashtag Coronavirus. Hashtag Coronavirus, Hashtag Covid-19. Mal was anderes statt diesem ganzen Hashtag Covid-19-Wahnsinn. Ein Elefant wiegt etwa so viel wie 200.000 Mäuse. Gute Frage. Da fällt mir so viel ein. Für mich muss Theater sein. Aber ich konnte am Anfang gar nicht sagen, warum. Und ich fange an mit, um die Träume von Angst und Hoffnung fortzuführen, eine Gesellschaft, die traumlos an ihrem Untergang arbeitet. Ich kann auch nicht sagen, warum ich mit dem Theater angefangen habe. Aber als ich dann mal angefangen hatte, ist mir aufgefallen, dass es etwas war, was mir lange gefehlt hat. Um Statements zu setzen. Ich fühle mich nie und nirgendwo so sehr wie ich selbst, als wenn ich auf der Bühne stehe. Und natürlich, um Spaß zu haben. Was witzig ist, weil ich ja meistens jemanden oder etwas anderes verkörper. Ich liebe es, Theater zu spielen. Und toll finde ich, dass man Menschen zum Lachen oder zum Weinen bringen kann. Es ist auch so, dass man sich selbst mit all seinen Aspekten und Kanten und Ecken und man kann sich selbst nutzen, um etwas anderes zu schaffen und um etwas auszudrücken. Und das ist ein ziemlich mächtiges Gefühl. Theater ist so vieles. Ich will auch in einer Gesellschaft leben, die das wertschätzt. Außerdem gibt es da ja noch TTT, und zwar die Tabuthemen thematisieren. In der es nicht nur um Effizienz geht oder um irgendwelche Statussymbole, sondern darum, was wir Menschen machen können, um uns selbst zu verwirklichen, um Emotionen in anderen hervorzuwecken, um zu leben. Was wäre, wenn wir kein Theater hätten. Wenn wir kein Theater haben, haben wir keine Kultur. Theater muss sein.